Genau, also ich bin Joy und das ist Jonas und wir stellen heute einen kurzen, eine gekürzte Präsentation von unserer Ergebnispräsentation insgesamt vor. Okay, ich mache einfach mal weiter. Und wir geben die wichtigsten Insights, um einen Überblick zu geben. Und dann fange ich erstmal an mit der Inhaltsangabe. Zuerst befassen wir uns mit dem Studiendesign, dann unsere drei großen Methodenblöcke, die eben schon erwähnt wurden. Einmal die Sekundärforschung, die qualitativen Einzelinterviews und die quantitative Online-Befragung. Und zum Schluss stellen wir noch unsere Handlungsempfehlungen vor. Genau, angefangen mit dem Studiendesign. Wurde ja vieles auch schon gesagt. Unsere Zielsetzung war, dass wir mithilfe von der qualitativen und quantitativen Forschung herausfinden wollten, inwieweit die Schüler und Schülerinnen unseres Berufskollegs auf Gesundheit achten und wie sie das Gesundheitsangebot der Schule wahrnehmen. Dementsprechend hatten wir unseren Auftraggeber auch schnell gewählt, und zwar das Gesundheitsteam des JTBKs, und unsere Feldzeit ging vom 10. September bis zum 29. September 2021. Und die Durchführung, wie gesagt, hat unsere Klasse, die FMS 19a, durchgeführt und da auch unterstützend unsere Lehrer natürlich. Genau, komme ich mal zur Zielgruppe und zur Stichprobe. Die Zielgruppe der Studie waren alle Schüler und Schülerinnen des Joseph Dumont Berufskolleg. Dann bei der qualitativen Vorstudie haben wir halt die psychologische Repräsentativität mit 9 Fällen erreicht. Da haben sich angefangen, Meinungen zu wiederholen, und wir konnten die Bandbreite abdecken. Und danach folgte die quantitative Online-Erhebung. Da hatten wir insgesamt 254 Fälle, und diese war statistisch repräsentativ, da wir alle Merkmale der Grundgesamtheit in unserer Stichprobe abdecken konnten. Zur Methode und Design ist zu sagen, dass wir halt im ersten Schritt eine Sekundärforschung zu den Aspekten oder Definition von Gesundheit durchgeführt haben, um uns erstmal einen Überblick zu schaffen. Im zweiten Schritt aufbauend haben wir dann einen Leitfaden erstellt und qualitative Einzelinterviews geführt, entweder halt face-to-face in der Schule, soweit es ging, oder Corona zugelassen hat, und zum Teil auch über Microsoft Teams. Und im dritten Schritt auf diese Grundlagen haben wir dann einen Fragebogen erstellt und da eine Online-Befragung durchgeführt. Genau, dann komme ich zum Stichprobenverfahren. Da wurde ja auch schon gesagt, um die Repräsentativität in unserer Stichprobe halt zu gewährleisten, entschieden wir für uns ein zweistufiges Stichprobenverfahren. Wir kombinierten einmal das Quotenverfahren mit der Klumpenauswahl, und wodurch wir ganze Klassen, also eine Klasse bildete dann einen Klumpen, einladen konnten, ohne in Gefahr zu laufen, dass die gezogenen Gruppen eine zu hohe Homogenität untereinander im Vergleich zur Grundgesamtheit aufweist. Dann hatten wir hier einmal beispielsweise unseren Quotenplan. Wir haben die einzelnen Ausbildungsberufe in Ausbildungsgänge unterteilt, einmal an den Handel, Medien und Recht, und dann noch unsere Vollzeitschüler, und konnten so rechnerisch ausrechnen, wie viele in der Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe vorhanden sind und wie viele wir brauchen. Und dann kamen wir halt auf eine Zielanzahl von 250 und konnten dann ganze Klumpen ziehen, wo wir dann dort eine Vollerhebung durchgeführt haben und unsere Repräsentativität sichern konnten. Genau. Dann kommen wir zu ein paar Ergebnissen der Sekundärforschung. Da haben wir halt herausgefunden, dass es allgemein ein problematisches Ernährungskonzept gibt, da nur jeder dritte junge Erwachsene weiß, wie gesunde Ernährung überhaupt funktioniert. Wir haben herausgefunden, dass besonders jüngere Leute sich viel zu wenig bewegen und eine ausgewogene Ernährung und viel Bewegung halt eher keine Rolle mehr im Leben vieler jungen Menschen spielt, obwohl diese halt oft gesundheitlichen Problemen natürlich vorbeugen könnte. Außerdem haben wir herausgefunden, dass Stress ein sehr häufiges und intensives Thema bei Schülern und Auszubildenden ist. Der Stress wirkt sich auch auf die Gesundheit der Auszubildenden und Schüler und Schülerinnen aus und da auch entsprechend auf die Leistungsfähigkeit oder auf die Produktivität und Konzentration. Aber allgemein ist noch zu sagen, dass der Alkohol- und Zigarettenkonsum die letzten Jahre deutlich abgenommen hat. Genau. Alles klar. Ich übernehme an dieser Stelle und mache weiter mit den qualitativen Einzelinterviews, dem zweiten großen Teil unserer Befragung. Und dort haben wir 9 Interviews durchgeführt. Und mal als kleinen Überblick, wie das Ganze aufgebaut war, haben wir hier so eine grobe Zusammenfassung des Leitfadens, wo wir nach einer kurzen Begrüßungs-, Einleitung und Warm-up angefangen haben mit allgemeinen Fragen zur Gesundheit, wo da die Schwerpunkte liegen, worauf geachtet wird.
Und dann sind wir auf drei der vier Säulen eingegangen, die unser Gesundheitsteam vorher festgelegt hat. Also die hatten die Säulen Bewegung, Ernährung, Stress und Sucht. Wir sind nur auf die ersten drei in den qualitativen Interviews eingegangen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass die Säule Sucht für in den Schülerkreis für Einzelinterviews ein bisschen zu persönlich ist und uns keinen Mehrwert liefert. Deswegen haben wir uns in den qualitativen Teilen auf diese drei Säulen fokussiert und haben das Ganze beendet mit Verbesserungsvorschlägen, dem Schulklima, Distanzunterricht und noch weiteren Tipps an das Gesundheitsteam. Und das Ziel des Ganzen war, das Meinungsbild der Befragten zu erfahren und dadurch Antwortmöglichkeiten oder weitere Insights für den dritten großen Teil, den quantitativen Teil, zu finden. Und dieses Ziel haben wir ganz gut erreicht. Wir haben relativ viel, ich sag mal, Futter für den Fragebogen gefunden. Vor allem in Bezug auf diese drei Säulen haben wir viele Fragen uns überlegt auf Basis des qualitativen Teils, die wir in den quantitativen Teil eingepflegt haben, und viele Items sowie Fragen zum Schulkiosk oder bestimmte Stressursachen und Auswirkungen, die wir aus den ersten beiden Schritten mitgenommen haben für den dritten Schritt, zu dem ich jetzt auch komme. Also auf Grundlage des Ganzen haben wir halt einen Fragebogen erstellt, den wir an 250 Schüler gestellt haben. Und da stelle ich jetzt mal so ein paar kleine Insights, so die interessantesten Erkenntnisse vor. Natürlich haben wir einfach erstmal mit der Soziodemografie angefangen und neben den Klassikern Geschlecht und Alter die für uns relevanten Bildungsganggruppen, die vorhin vorgestellt wurden, und die Stufen abgefragt, um zu sichern, dass wir die Quoten auch erreicht haben. Und danach haben wir die vier Säulen abgefragt, die ich schon erwähnt habe, und dabei mit der Ernährung angefangen, wobei wir die für den Kiosk relevante Info herausgefunden haben, dass ein Drittel unserer Schüler in der Schule jeden Tag frühstücken, ein anderes Drittel unter der Woche gar nicht. Nur damit das damit euch hat der Kiosk schon mal einen Einblick, wie die Nachfrage überhaupt ist. Und die detaillierte Nachfrage haben wir im Anschluss danach befragt und herausgestellt, dass der Fleischkonsum immer noch ziemlich groß ist, aber es da einen, wie Sie in der Mitte sehen, extremen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt, wo man sieht, dass fast ein Drittel aller Männer täglich Fleisch isst und dass bei Frauen nur 6% ist dieser Anteil. Also einfach ein sehr interessantes Insight. Aber insgesamt haben wir auch festgestellt, dass der Konsum von Obst und Gemüse, das Interesse daran sehr viel höher ist oder zumindest deutlich höher ist als das an Fleisch, und somit weiß der Schulkiosk so ein bisschen, worauf er mehr den Schwerpunkt legen muss. Und nach diesen Schwerpunkten des Themas Ernährung haben wir mit der Bewegung weitergemacht, und an unserer Schule gibt es das Konzept der bewegten Pause. Das ist ein Konzept, das sich unser Gesundheitsteam irgendwann ausgedacht hat. Das besteht daraus, dass in der Regel einmal am Tag eine ca. 15-minütige Pause des Unterrichts gemacht wird, man eine Runde spazieren geht oder ein paar Bewegungsübungen macht, um einfach mal den Körper und Geist ein bisschen herunterzufahren. Und da haben wir halt abgefragt, ob da überhaupt das Interesse besteht, und festgestellt, dass mit knapp 2/3 ein großes Interesse an der bewegten Pause besteht. Diese aber momentan sehr viel seltener durchgeführt wird, als es eigentlich gewünscht ist. Das sehen Sie hier auf der rechten Seite, rechtsmittig, der Vergleich, dass es nur 30% angegeben haben, es täglich zu machen, aber 47% es eigentlich so häufig wollen würden. Neben der bewegten Pause hatte das Gesundheitsteam sich auch noch überlegt, Sportangebote zu liefern, also gewisse Sportkurse, außerschulisch, innerschulisch. Und da haben wir es halt zum Anlass genommen, erstmal abzufragen, ob sich das Ganze lohnen würde, und festgestellt, dass nur 1/3 der Schüler überhaupt Interesse daran hätte, weil, wie Sie links sehen, viele Schüler schon selber privat regelmäßig Sport machen, mehrmals pro Woche. Und daran sieht man, dass das jetzt nicht so der größte Schwerpunkt sein müsste für das Gesundheitsteam. Und nach der Bewegung haben wir mit der Säule Stress weitergemacht und dort erstmal abgefragt, was denn so die größten Stresstreiber sind für die Schüler. Und da ist mit großem Abstand, haben sich drei Ursachen herauskristallisiert, die Sie auf der linken Seite sehen: der Zeitdruck im Allgemeinen, die Arbeit und die Schule. Und dabei ist halt schon mal festzustellen, wie hoch die Schule ist, wie hoch positioniert die Schule ist, dass sie der Überlegung, den Stress der Schüler zu nehmen, bisher noch nicht so ganz erfüllt, sag ich mal. Und im Anschluss daran haben wir die Bewältigungsmethoden für Stress abgefragt, also wie
gehen die gestressten Schüler überhaupt damit um, wenn sie gestresst sind? Und interessanterweise ist Schlafen da die meistgenannte Möglichkeit, wie man mit Stress umgeht, um einfach sich runterzufahren. Aber insgesamt ist festzustellen, dass die Bewältigung von Stress eher persönlich und privat vonstatten geht, als über externe Hilfe. Also es ist viel Sport gemacht, aber wird sich zurückgezogen und es wird höchstens mit Freunden geredet. Aber Rede mit externen oder vielleicht nicht bekannten Personen ist keine hohe Priorität bei den Schülern. Und darauf eingehend haben wir weitergefragt, denn das Gesundheitsteam hat sich in Bezug auf die Säule Stress überlegt, ob sie gewisse Angebote anbieten sollte in Sachen Stressvorbeugung oder Stressbewältigung. Und dort haben wir erstmal festgestellt, dass ein überraschend großer Teil der Schüler, mit mehr als 3/4 der Schüler, aktuell schon etwas dafür tut, Stress vorzubeugen. Und der Anteil, der Interesse daran hat, bestimmte Unterstützungsangebote der Schule zu bekommen, vergleichsweise gering ist. Und deswegen auch dort nicht der allergrößte Fokus drauf liegt. Die letzte Säule, bevor ich wieder an Joy weitergebe, war die Sucht. Und dort wurde festgestellt, dass es zumindest auf unserer Schule keine sehr hohen Suchtpotenziale gibt, außer bei technischen Geräten. Deswegen habe ich Ihnen hier mal die meistgenanntesten technischen Geräte angezeigt. Und dabei ist festzustellen, dass mit großem Abstand das Handy im Allgemeinen am meisten benutzt wird, mit fast 70%, die das mehr als 4 Stunden am Tag benutzen. Das ist schon eine erschreckend große Zahl, finde ich. Und dass da dann so von all den Sachen das größte Suchtpotenzial vorhanden ist. Das war so das Insight zur Säule Sucht. Und ganz zum Schluss des Fragebogens, des quantitativen Teils, haben wir die Schüler, die wir befragt haben, noch darum gebeten, die 4 Säulen, die wir abgefragt haben, nach persönlicher Relevanz zu ranken, also zu ordnen. Und dort haben wir festgestellt, dass die Sucht auch für die Schüler persönlich ein eher untergeordnetes Problem oder Thema ist und im Vergleich dazu die Ernährung eine sehr große Priorität ist und gefolgt wird von Bewegung und Stress. So hat das Gesundheitsteam schon mal einen Eindruck, was in welcher Reihenfolge priorisiert werden muss. Und auf Grundlage all dieser Ergebnisse von der quantitativen Studie haben wir am Ende Handlungsempfehlungen erstellt, die mit denen das Gesundheitsteam weiterarbeiten kann, wo sie wissen, wo sie jetzt ansetzen müssen. Und da haben wir jetzt mal so die interessantesten rausgeschrieben, die Joyn jetzt zum Abschluss nochmal vorstellt. Genau, und da werde ich Ihnen jetzt 6 Handlungsempfehlungen vorstellen. Und zwar, wie eben auch schon vorgestellt wurde, haben wir herausgefunden, dass ein dringender Frühstücksbedarf besteht, da nur ein Drittel der Schüler, gar nicht in der Woche Frühstück zu Hause und deswegen auch an Konzentrationsproblemen zum Beispiel leidet. Und da sollte zum Beispiel die Schulkiosk oder das Gesundheitsteam allgemein auf jeden Fall diesen Bedarf nach einem Frühstücksangebot nutzen und ihn auch umsetzen. Dann als nächstes, dass die Ernährung auf jeden Fall priorisiert werden sollte, weil dies auch allgemein die wichtigste Säule für die Schüler ist. Und insbesondere soll dort auch mit zum Beispiel Obst und Gemüse am Schulkiosk gearbeitet werden und eher weg von den Süßigkeiten am Kiosk. Und dann haben wir noch herausgefunden, dass zum Beispiel Sportangebote gar nicht realisiert werden sollten. Also zum Beispiel auch Sportkurse sind halt nicht so gefragt, weil die Schüler das wenn auch privat machen und es würde sich nicht rentieren, da zum Beispiel rein investieren, zum Beispiel Zeit, genau. Dann haben wir auch herausgefunden, was den Schülern sehr wichtig war, war die konsequente Durchführung der bewegten Pause, um einfach mal runterzukommen vom Unterricht und auch einfach mal die Seele baumeln zu lassen oder wieder Konzentration zu schöpfen. Und die wird halt sehr positiv bewertet und sollte halt flächendeckend auf jeden Fall einmal am Tag stattfinden. Und es sollte auf jeden Fall mehr Stressvorbeugung stattfinden, anstatt Stressbewältigung, weil wir herausgefunden haben, dass eigentlich fast alle Schüler und Schülerinnen gestresst sind von ihrem Alltag, aber eher keine Unterstützung von der Schule dabei wollen. Und hier empfiehlt sich zum Beispiel Vermittlung eines besseren Zeitmanagements oder Lerncoaching mit den Lehrern, dass da überhaupt gar kein Stress entsteht, was jetzt zum Beispiel den Bereich Schule betrifft. Und außerdem unsere letzte Handlungsempfehlung, die wir jetzt hier rausgeschrieben haben, ist halt, dass Sucht nicht das Hauptthema
Thema ist. Die Handynutzung allgemein stellt natürlich das höchste Suchtpotenzial dar, aber hier bietet sich, wenn, eine Kooperation mit dem Beratungsteam an. Aber ansonsten wäre das jetzt auch kein Thema, worauf man speziell eingehen müsste im Moment. Genau, und dann sind wir auch schon am Abschluss unserer Präsentation. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und das war's.